Okay, dann nehme ich. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. 9. Passt nicht ganz, ist mir egal. Erstmal hier das ganze Kies umlagern. Umlagern. Ich bin demnächst Kies-Millionär. Was ja auch so toll ist. Da freut man sich natürlich. Hier Eisen geht schneller. Dann Magnesium. Oh, ich habe Magnesium. Cool. 611 Kilogramm. Ist jetzt nicht so viel, aber immerhin. Eisen da rein, Kies hier rein. So. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich meinen Assembler nochmal hier voll kriege. Ach nee, der. Hä? War der nicht immer noch voll? Ach, ich habe ja das Kies da rausgenommen. Stimmt. Stimmt, ja. Noch mal ein bisschen Eisen. Okay, und dann mal gucken, wie viel wir denn hier so drin haben. Da kommt immer noch was nach. Okay, wir haben über 13.000 Stahlplatten. Oder sehe ich das jetzt falsch? Na doch, wir haben über 13.000 Stahl, über 14.000 Stahlplatten. Also ich, wir nehmen YouTube-Menschen hier auch noch mit. Dito, wie viele Stahlplatten hast du denn? Okay. Wieso sieht das hier so dunkel dran aus? Hast du keinen Strom mehr? Ey, du Penner! Du hast mich tot gemacht! Du hast mich tot gemacht! Du hast mich tot gemacht! Du bist gegen mich! Doch, du. Na, ich hatte gerade eh nichts dabei. Aber ich hab's auf Video, du hast mich angerempelt. Ne, ich hatte eh nichts bei, ich hab gerade ausgeleert. Hast du Glück gehabt? Oder haben wir Glück gehabt? Ich hab nichts dabei, jetzt ist eh nicht schlimm. Du musst kurz. Ah. So.
Was gibt es hier denn? Was könnten wir denn machen? Wobei. Okay. Nee, der Reaktor muss ja auch dann noch da sein. Oh, dein Raumschiff hat wirklich keine Energie mehr, alter Falter. Ja. Ha, ich hatte recht mit dem Stahlkäfig. Wo bist denn du? So. Dann. Dann ist ja alles gut. Was soll ich? Ja, du hast ja eine Boje rangemacht. Ich sehe ja die Entfernung. Dito, irgendwie ist da was zwischen meinen Bohrern. Kannst du mal gucken, was ist das? Da klebt so eine Boje dran, da steht Ditos Bohrer drauf. So, ja, dann ist ja gut, dann kann ich ja weiter bohren. Dann bin ich ja zufrieden. War auch eine. Das war eine, ja, hast du recht. Hattest du vor einer Minute Sachen dabei? Hattest du vor einer Minute Sachen dabei? Da warst du bei deinem Bohrer. Hattest du da Sachen dabei? So. Okay. Da muss ich meinen Bohrer reparieren, sonst hätte ich den Speicherstand gebackupt. Dann repariere ich das kurz. Schön. Kannst du einmal kurz zurückfliegen, weil du bist mit deinem Bohrer schneller als ich. Und ganz kurz ein paar Sachen aus meiner Kiste, sag ich jetzt mal, holen. Warte. Für das Förderband und für die Förderleitung bräuchte ich was. Okay, ich warte. Vor allem innerhalb von einer Minute ist hier schon so ein riesiger Krater entstanden.
Also ich finde er schon riesig. Kannst du ja dann angucken, wenn du bei mir denn bist. Für die Förderleitung und für das Förderband Materialien. Ich hab keine Ahnung, was braucht man denn dafür? Warte, ich guck mal kurz. Auch sagen wir, ja, von jeder Sache 20. Wenn du G drückst, dann siehst du das. Auf jeden Fall. Ja, fürs Förderband und für die Förderleitung alle Sachen. Ich habe doch mal 20 gesagt. Also, stehst du jetzt da dran? Gut. Denn 20 Motoren, 20 Herstellungskomponente, 20 interne Panzerung, nochmal 20 Motoren, 20 Computer, 20 Herstellungskomponente. Und 30 interne Panzerung. Und dann kannst, genau, und dann kannst du einmal vorbeikommen. Ja, und das ist schön schnell, das ist praktisch. Deins. Was für ein kleines Gelbes. Ja, den Bohrer. Ach so, dein kleines Gelbes hast du mir gar nichts von gesagt. Also nicht das kleine, ja, das. More money and more problems. What Biggie said, it looked like it's true. Used to be my homeboy. Local